Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meiner kleinen Welt. Vom Kind die Tasche ist gepackt, vom Hund die Tasche ist gepackt, vom Mann die Tasche ist gepackt, meine Tasche ist irgendwie wieder da ganz hinten. Und wir fahren heute, wo fahren wir heute hin? Zoo. In den Zoo. Naja, eigentlich Wildpark Schwarze Berge. So, auf geht's und wir nehmen euch mit. Wenn ihr hierher fahren wollt, seid immer pünktlich, sonst habt ihr eine mega lange Schlange. Die Ersten zu sein ist immer sehr angenehm. Erwachsene kosten 11 Euro und Kinder 9. Natürlich kann man auch hier die Tiere füttern. Für 1 Euro bekommt ihr eine kleine Futterbox. Ich persönlich hatte erst richtig Angst, den Hund mit im Wildpark zu nehmen. Aber siehe da, den Hund interessiert's nicht. Ach, kommt mal her. So. So, meine Schweinchen, kommt her. Toll macht ihr das. Komm her. Ey, Kind, du wolltest füttern. Los. Los, fütter die Schweinchen, die haben Hunger. Genau. Mach nicht alle. Vielleicht treffen wir noch andere. Ich glaube, jeder hat seine Nachrichten mitbekommen, dass ein ganz starker Sturm hier war. Und auch Wildpark Schwarze Berge blieb davon nicht verschont. Erst waren es nur ein, zwei Bäume, die man sah, doch dann das große Erschrecken. Mehrere hunderte Bäume, ihr Lieben, vom Sturm einfach weggerissen. Man kann sagen, wie ein Dominospiel. Zäune, Bänke, und ja, sogar Gehege wurden beschädigt. Ich persönlich sage immer, lieber soll das Materielle kaputt gehen, anstatt ein Mensch oder ein Tier. Aber auf der anderen Seite gesehen, muss das Ganze auch wieder irgendwie aufgebaut werden. Dafür braucht man Material. Material kostet Geld. Und man braucht Arbeiter. Arbeiter, die fleißig sind und Kraft haben, die das Ganze wieder aufbauen. Schaut nicht weg, unterstützt den Wildpark Schwarze Berge. Und jeder, der jetzt behauptet, die Zoos und die Wildparks haben Geld genug, nein, so ist es bestimmt nicht. Jedes Tier braucht sein Futter. Die Arbeiter wollen auch ihren Lohn. Strom etc. Es steckt so viel mehr dahinter. Und jeder weiß, das Leben ist teuer. Ich bin so stolz auf unseren Hund, wie schön er durch diesen Wildpark gegangen ist. Obwohl, eine Sache fand er merkwürdig. Was ist das? Was ist das? Hier, komm, komm, komm her. Komm, komm, komm her. Wer ist das? Komm her. Komm her. Was ist das? Wer ist das? Guck mal. Wir sind... Ja, wo sind wir denn? Lala hat sich verlaufen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck nicht nach unten. Ja, guck nicht nach unten, du bist witzig. So. Nicht nach unten. Du bist so, reicht das die Aussicht hier nicht? Guck. So, schöne Aussicht. Noch höher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du machst Sachen mit mir. Du hättest was sonst gehabt, mit mir so hoch zu gehen oder den Hund zu halten. Ja, für dich mache ich das, mein Schatz. Guck nicht nach unten. Manchmal muss man im Leben auch Ängste bewältigen, ne? Guck mal, wie hoch wir schon sind. Ja, wir sind schon sehr hoch, ne? Oh Gott. Hältst du das noch aus? Ja. Alles gut. Ist ja schlimmer wie in Rügen hier. Wir sind da. Nee, es geht noch höher. Das ist die kleine Aussicht hier. Okay, genießen wir es. Mal gucken. Das sieht schon gut aus, ne? Guck nach unten. Ja, sieht schon schön aus. Aber wir wollen noch höher, ne? Ich guck nach. Wie weit haben wir denn noch? Lange. Oha! Ich war's. Ja, das schaffen wir, ne? Ja. Guck mal, hier stehen immer Schilder. Du bist jetzt schon 10 Meter hoch. Gut, weiter geht's. Wo ist Papa? Hallo, Schatz! 10 Meter haben wir schon! Der genießt die Ruhe von uns. Ja. Jungs da oder was? Ja, und wir beide das Mädchentag. Ist, ja. Heute ist Mädchentag mit uns beiden. Tochter-Muttertag, ja gesagt. Genau, wir hauen jetzt ab, ne? Ja. Aber nicht runterspringen. Nee, das überleben wir nicht. Und du hast einen Fallschirm dabei. Nee, ich hab keinen. Hast keinen. So. Der ist schon kaputt? Es dauert nur noch ein bisschen. Kleines bisschen noch. Kleines bisschen noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sag das mal. So, weiß ich nicht, welche Höhe du bist. Ich bin jetzt schon kaputt. Hör mal, wir haben erst 10 Meter oder noch höher. Gott, ey. Morgen habe ich Muskelkater. So, hier ist eine Bank. Pause. Keine Pause, warte hoch. Mäh. Hast du wirklich Angst? Ich habe keine Höhenangst, ich doch nicht. Wie hast du denn Angst? Guck nach unten. Ich guck nicht nach unten. Ich guck nur nach oben. Gott. Das Schlimmste ist, wir müssen noch irgendwie wieder runter. Yeah. Höhe. 27,5 Meter sind wir schon. Krass. Höhe? Es geht immer höher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wenn wir oben sind, dann genießen wir den Ausblick. Muskelkater an den Beinen. Ja, auch. Das ist nicht so schön. Oh mein Gott. Nicht ganz oben, Mama. Es geht noch höher. Es geht noch höher. Wir sind schon 30 Meter. Oha. Oh mein Gott. Fanny! Komm her. Oha. Hast du eine Aussicht? So, wir sind jetzt 30 Meter schon in der Höhe, aber es geht noch höher. Also ein bisschen haben wir noch vor uns. Das ist alles cool. Das ist alles cool. Mal, das geht 100 Meter hoch. Die Aussicht ist schön, aber... Mhm. So, weiter geht's. Was man nicht alles fürs Kind macht. Sie wollte unbedingt hier hoch. Oh, guck mal, die Aussicht. Ach, die man sieht schon die Stadt da hinten. Ja, krass, ne? Und es ist ganz schön windig hier oben, also kalt. Denk mal, der Chor. Das Ding kippt jetzt um. Das ist, nee, das Ding kippt jetzt nicht um. Das bleibt genau da, wo es ist. Das wird immer kälter hier oben. Ja, das stimmt. Alter Schwede. Meine Beine tun weh. Wir haben heute nur 5 Grad. Ja,
aber davon merkt man nichts. Oh, meine Beine tun weh. Meine auch. Alter, guck mal nach unten. Vielleicht habe ich ja Glück und da oben gibt es einen Lift. Boah, hier, die Decke kommt immer. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Meter in der Höhe. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist eine mega geile Aussicht. Los, runter gucken mag ich nicht. Ich zeige euch das mal mit dem Handy. So, einfach so. Seht ihr da was? So. Ich gucke da nicht über das Geländer. Aber sonst da hinten, wow. Einfach nur wow. So, und jetzt müssen wir. Wir müssen. Man sieht ja fast alles. Wir müssen quasi da ganz wieder runter, ihr Lieben. Ja. Und ab geht's. Das erst große Klappe und jetzt? Jetzt krallt sie sich an mir hier. Das sind die richtigen. Und wer muss es wieder regeln? Mutti muss es wieder regeln. Nee. Weil die ganze Zeit nach oben hatte sie keine Probleme. Nach unten kriegt sie hier gleich Brechreiz, ey. Das ist meine Tochter. Vergesst den Keks nicht zu essen. Die ist komisch, kipp mir jetzt nicht um. Wir müssen erst nach unten. Das ist hier eine Aktion, ey. Das hat sie von der Mutter. Bloß mir wird eher schlecht, wenn ich hochgehe. Ich muss hier runter. Du wolltest hier hoch. Ich will hier hoch. Ich will hier hoch, Mama, bitte. Und jetzt? Ich will hier runter. Holt mich hier raus. Wo ist denn die Treppe? Hier. Ja, da. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Du machst Sachen. Boah, das sind Ziegen. Oh, sind wir besoffen? Also ich schwöre, wir haben da oben nichts getrunken. Das ist ja schlimmer wie eine Achterbahn hier. So, wir schaffen das schon. Sind nur noch keine Ahnung wie viele Meter. So, tief durchatmen. Aber meine Beine sind wie Pudding, glaubst du mir das? Ganz wackelig. Ich glaube, wir haben die Hälfte schon. Es sind nur noch 10 Meter oder so. Nein. Fahr hier, rette uns. Wenn man einmal den Mann braucht, ist er nicht in der Nähe. So, beim Ausgang kriegt unser Hund jetzt natürlich noch ein Leckerli, weil er einfach so lieb war und echt gut mitgemacht hat und wir mega zufrieden sind. Wir haben lieber bei McDonald's gegessen, weil, naja, das Essen bei Wildpark Schwarze Berge schmeckt uns nicht so gut. Jetzt geht's wieder nach Hause. Wir sind auch ehrlich ein bisschen froh, weil wir sind so viel gelaufen, dass uns sogar die Beine wehtun. Also würde ich mal sagen, alles richtig gemacht. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.